uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Und damit hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück von der schönsten Insel der Welt aus Zypern, Peru Place. Ich bin der Peru. Ja, und wir sind schon wieder zurück im Police Simulator Patrol Officers und das aus besonderem Grunde. Aufgrund einer, ich sage mal, anonymen Spende. Der Spender möchte nicht genannt werden, das muss ich auch akzeptieren. Ich weiß ja, von wem es kommt, also nochmal hier Dankeschön. Werden wir heute mal in einem anderen Setup fahren. Dank der Spende haben wir nämlich jetzt hier das Ultimate Fleet Pack mit den Anmarkt- und Special Vehicles. Wir haben die Tropical Outfits für die Officers. Wir haben auch das brandneue Einsatzfahrzeug für Schnellverfolgung. Das klingt alles sehr interessant und das werden wir uns anschauen. Es ist zu viel, dass wir es uns alles in einer Folge anschauen können. Wir werden das nach und nach mal so abarbeiten und zeigen. Ne? Wenn ihr mich auch unterstützen wollt bei einem speziellen Projekt oder allgemein, ne, könnt ihr das natürlich ebenfalls machen. Freue ich mich auch dafür. Danke im Voraus. Ne, die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da will ich jetzt gar nicht viel sabbeln. Danke für jederlei Unterstützung. Ebenso freue ich mich natürlich über jedes Like, Follow oder wenn ihr die Glocke läutet. Ne, das ist mindestens genauso viel wert. So, genug geredet. Wir wollen den Spannungsbogen hier nicht überziehen. Ne? Okay, ich habe uns die Karte schon aufgemacht. Wir suchen uns mal ein Revier. Wir nehmen hier mal die Autobahn, den Highway, weil das bietet sich an, ne? Wenn wir schon das Hochgeschwindigkeitsfahrzeug auch mal testen wollen, und das will ich unbedingt mal testen, dann, ja, natürlich ein Highway. So, da haben wir unseren Kollegen Danny Lopez, ganz fleißig am Schreibtisch, den wollen wir gleich mal neu einkleiden. Wir wollen ja heute ein bisschen Undercover fahren, das heißt, als erstes natürlich Klamottenwechsel. So, ja, hier haben wir Undercover und hier können wir jetzt wunderbar variieren. Ich finde diese Caps, diese auch noch verkehrt rum aufgesetzten, finde ich so assi, die lassen wir weg. Also entweder kein Hut oder nettes Base Cap haben wir so. Das, der Gaul gefällt mir auch. Ist auch nicht schlecht. Das können wir mal im Multiplayer oder so nehmen. Das sieht alles nicht so toll aus, ne? Obwohl, der geht wieder. Die Brille sieht ein bisschen doof aus. Warte mal. Wo ist denn hier Zubehör? Da, ja, komm hier, ne? Damit können wir arbeiten. So, Schuhe, grün für Schuhe finde ich nie eine gute Wahl. Jetzt warte mal, weiß oder blau oder... Hier, so blaue Treter hatte ich auch. Erinnert euch an das eine Video? Egal. Nehmen wir. Damit haben wir den Kollegen schon mal optisch für den Zivildienst heute vorbereitet. Ja, immer mit der Ruhe. Wir sind hier gerade erst am Loslegen, Freunde. So, jetzt brauchen wir ein Fahrzeug. Habe ich das schon draußen hier, das Fahrzeug? Warte mal. Ja, das ist er schon. Das ist das neue Hochgeschwindigkeitsfahrzeug. Und das sieht doch mal nett aus, ne? Komm, wir müssen ja hier ein Bild mit der Karre machen. Ne? Ja, er dreht sich immer weg von der Kamera. Das ist so eine Krankheit. So, also ihr seht hier, ne? Also Blaulicht in den Fenstern, vorne, hinten, wie sich das gehört, ne? Und ja, dann schauen wir mal, wie der sich fährt und wie unsere Streife damit wird. Ups, verlenkt. Dann machen wir einmal eleganten Schleife. So, ups, Entschuldigung. Macht die Versicherung. Können wir klar? Ist das zu fassen? Wir sind mit dem Ding noch nicht mal aus... Junge, Schnellreparatur, komm. Das ist mir auch noch nicht passiert. Noch nicht mal vom Hof gekommen und schon eine Schramme im Lack. So geht das nicht. So. Aber geht ja ratzfatz hier, ne? Leute, Leute. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ui, der zieht aber schon ganz schön hier. 4562. Ich halte nach der verdächtigen Person Ausschau. Der hört sich gut an. Der hört sich gut an, der Kollege. Ich glaube, der hat irgendeinen Knopf, wo du dann auch beschleunigen kannst, irgendwie von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Also das Ding soll abgehen wie Schnitzel. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Na, da fährt doch jemand bestimmt zu schnell, ne? Warte mal. 65 sind erlaubt.
Anzahl über Trümmerteile auf der Fahrbahn. Ist ein Officer verfügbar, um sich darum zu kümmern? So, ich hoffe, der fährt jetzt gleich rechts ran. Ich mache einfach vorsichtshalber Blaulicht an, nicht, dass sie uns gleich hier hinten reinrüsseln. Ich kenne die Kameraden ja hier. So, ja, wird's jetzt mal was, Kollege. So. Ah, hier, FPV, Launch Control, L3. Das probieren wir mal später aus. Bei Gelegenheit. So. Ja. Einmal Geschwindigkeitsübertretung. Ich habe Sie wegen Geschwindigkeitsübertretung angehalten. Auf keinen Fall war ich zu schnell. Das hatten wir doch schon mal. Das ist dieser Drecksbug, ne? Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ja, bevor ich noch mehr Minuspunkte kriege. Das ist so ärgerlich, ne? Das ist so ärgerlich. Das war eine berechtigte Anzeige. Und uns wird da was abgezogen bei den Charakterpunkten. Das ist schon Cass. Grüße an Herrn Bolognese. Ja, also hier ist jetzt gerade der Highway ein bisschen voll. Ich traue mich da jetzt nicht wirklich, den Turbo reinzuhauen. Junge, hier geht ja gar nichts, ne? So, jetzt fährt er hier 65, der sagt, ne? Hätte ja gehofft. Ja, machen wir doch. Einmal Trümmerteile und dank Einsatzfahrzeug kommen wir auch schnell dahin. Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich jetzt nicht, ob er einen Blinker gesetzt hat. Ich bin vor Ort. Beginne gleich mit dem Beseitigungstest. Hier ist Wagen 4561. Ich kann nach dem Fahrzeug suchen. So, das sollte reichen. Zwei Fahrspuren, eine bleibt übrig. Sollte passen. Ich sehe jetzt auch nicht so viel hier rumliegen. Einmal Reifen. Was haben wir hier noch rumliegen? Keine Ahnung, kann man nicht erkennen. Wo ist denn... Da fehlt noch was. Okay. Damit haben wir alles. Vorsicht, Freunde, Vorsicht. Immer ruhig mit den jungen Pferden. So, jetzt nehmen wir den Einspritzer hier jetzt mal. Hallo? Wann kann ich den denn aktivieren, diesen Einspritzer? Vorhin war er doch kurz eingeblendet. Muss ich dazu eine Geschwindigkeit erreichen, eine gewisse? Ich weiß es nicht. Ich meine, optisch macht er schon was her. Hört sich auch nett an. Zieht auch gut. Aber von dem spritzigen Fahrvergnügen ist noch nichts zu merken hier. Na, da vorne staut sich's. Ist da was los? Oder kann das sein, dass das nur aus dem Stand ist? Also wenn
der Motor aus ist, dass er den Blitzstart hinlegt. Ich weiß es nicht. Also falls jemand das Teil schon haben sollte, könnt ihr es mir gerne natürlich in die Kommentare oder in den Chat jetzt schreiben, in der Premiere zum Beispiel. Na, da vorne der Kollege hat keinen Blinker gesetzt. Setzen wir uns gleich mal hinter hier. Es wurde ein Tatort gemeldet. Ja, jetzt braucht ihr auch nicht kommen. Jetzt bin ich gerade hier. Was ist der jetzt? Hält der an oder nicht? Sie brauchen zu lange. Eine andere Einheit wird sich darum kümmern. Wieso hält der nicht an? Das wird mir jetzt zu blöd. Dann holen wir eine verhaftete Person ab. Nee, das können wir gar nicht. Moment. Oder? Das sieht mir nach einem Zweisitzer aus. Können wir damit jemanden abholen? Schauen wir mal. Also wieso ist aber der Wagen jetzt nicht angehalten? Wir haben den doch angeonkt, gehoinkt oder wie auch immer. Verstehe ich nicht. Naja, okay. Ich muss nicht alles verstehen. Wer bin ich denn? Doch bestimmt bei irgendeinem Motel oder Tankstelle. Ja, fast 2 Kilometer entfernt. Gut, mit der Kiste ist das kein Ding. Es sei denn natürlich, die fahren wie die Honks, beziehungsweise Stau. Oder beides. Also besser lenkbar ist er nicht. Ne, sage ich gleich vorweg. Also wenn wir hier jetzt noch... Wow! Da, ihr seht es, ich komme jetzt schon hier ins Schwimmen. Jetzt noch schneller. Wie willst du das Ding denn noch steuern? Das ist ja wie eine steuerlose Kugel dann. Wie so eine Kanonenkugel. Ja, das ist das Motel gegenüber. Wir müssen also nochmal wenden. Also ich bin jetzt mal gespannt, ob wir in das Ding einen Gefangenen reinbekommen. Das sieht nicht danach aus. Das sieht nicht danach aus, Freunde. Schauen wir mal, ich bin gespannt. So, hier müsste irgendwo der Kollege mit dem Verdächtigen stehen. Wo ist er denn? Hallo? Ah, da vorne. Zum nächstgelegenen Revier. So. Also da bin ich jetzt gespannt. Ich habe fast das dumpfe Gefühl. Also er hat sich auf jeden Fall vom Acker gemacht. Bitte kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Ha. Ha. Das... Ja, einen Kofferraum kriege ich sie auch nicht, ne? Ist jemand einsatzbereit? Mister. Das heißt, ich kann sie nur abholen lassen. Das macht ja keinen Sinn. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Das ist ja doof. Okay, wir lernen mit dem Schnellverfolgungsfahrzeug, kriegen wir keinen Gefangenentransport hin. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Jetzt sind wir völlig umsonst hierher geeiert. So, wo ist denn hier der Kollege? Hallo, Officer. Wir haben Meldungen. Moin. Trümmerteile auf der Fahrbahn. Ist ein Officer verfügbar, um sich darum zu kümmern? Ich bin im Moment mit einem anderen Problem beschäftigt. Wo ist der Kollege? Hallo? Ne, ich bleib jetzt hier nicht die ganze Zeit stehen. Nein. Also irgendwie hätte ich mir die erste Ausfahrt mit unserem Geschoss ein bisschen anders vorgestellt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, er hier! Guck ihn dir an! Da kommt er angerannt. Nicht euer Ernst. Wozu auf der Auffahrt rauffahren? Bleiben wir auf der Autobahn stehen? Na logisch.
Easy. Uns wurde ein Tatort gemeldet, der untersucht werden muss. Jemand verfügbar? Nee. Ich bin gerade beschäftigt. Bitte schicken Sie eine andere Einheit zum Tatort. Schwerer Unfall. Okay, für sowas bin ich zu haben. Da dürfen wir dann auch hier Blaulicht und alles zap zap anmachen. Hier geht's um Leben und Tod. Das würde viel mehr Spaß machen, auf Highspeed zu fahren, wenn die Lenkung nicht so verknobelt wäre. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber hier, ja... Ne, was sollst du sagen? Was sollst du machen, ne? Und was wird das jetzt hier? Ja, selbst schuld, ne? Wir haben aus dem Weg gefahren hier. Immer den Einsatzkräften im Weg stehen, zahlt sich nicht aus. Junge, Junge, Junge. Also das ist wirklich Nervensache. Wie gesagt, ich habe schon immer wieder gesagt, das wird so eine Sache. Hier noch schneller fahren. Junge, Junge. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die Karre sieht auch schon richtig zerlötet aus, ne? Junge, 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 das schöne Stück. Geh weg. Mach dich vom Acker. So, haben wir hier irgendwelche Verletzten? Bitte melden. Oha, das sieht nicht gesund aus. Erste Hilfe, ganz wichtig. Es befindet sich eine schwer verletzte Person am Einsatzort. Eieiei, jetzt ist gepumpt hier. Vornehmen. Na, atme, Schätzchen, atmen. Ja, weiter, weiter, weiter. Also das finde ich ein bisschen unrealistisch, ne? Ist auch ein bisschen zu langsam, ne? So klassische Herzdruckmassage ist ja eher so der Rhythmus Staying Alive, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Bee Gees Klassiker, so der Disco Beat. Da musst du schon schneller pumpen, ne? Erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Ich kann leider nicht helfen, Officer. Ja, ist auch schwer, wenn man unter dem Fahrzeug liegt, ne? Dann kann man nicht so viel sehen. Sieht aus, als hätten Sie einige Wunden, um die ich mich kümmern kann. Halten Sie bitte still, während ich einen Verband anlege. Okay. Übergabe und Notarzt rufen. Ich habe hier eine verletzte Person. Ich brauche einen RTW. Ja, machen wir. So, dann haben wir uns darum schon mal gekümmert. Noch jemand verletzt? Irgendjemand kaputt gegangen hier? Sieht Gott sei Dank nicht so aus. Wir sammeln bei der Gelegenheit schon mal ein paar Trümmer ein. Okay. Also mein Fahrzeug sieht aus, als wenn es unfallbeteiligt ist, ne? Definitiv. Egal. Kannst du jetzt nichts machen. So, hier liegen noch mehr Trümmer und Rückspiegel. Oh je. Oh je. So, jetzt holen wir erstmal die Kamera raus. Hat der mich jetzt gerade angerempelt, Leute? Hier gibt's gleich was auf 12. Ich glaube, es hackt. Rempelt der einen Officer an. Wird ja mal besser hier. Kein Respekt mehr vor der Autorität hier. Junge, 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 Junge. So. Was ist mit den Sunnies? Bewegen die sich nicht? Was ist denn da los? Da ist jemand am Absterben auf der Fahrbahn. So schwer, gutes Personal zu finden, ne? Ups. Habe ich den jetzt? Nee. Okay, jetzt. So, was ist mit dem Kollegen hier? Ah, den hat es am meisten zerschossen, würde ich mal sagen. Ui, da hat sich das ganze Rad verabschiedet. Respekt. Credits, Alter, Credits. So, weiter geht's dann hier. Der sieht zwar nicht so aus, hat aber auch ordentlich was mitgekriegt, der Kollege.
Da liegt auch noch was rum. Nehmen wir gleich mit. Dann fangen wir bei ihr hier hinten gleich mit der Befragung an. Also meinen Wagen kann ich dann auch gleich schon wieder in die Reparatur bringen nach dem Einsatz. Ne? So viel ist schon mal klar. Aber das würde uns dann auch die Gelegenheit geben, auch mal eine andere Lackierung auszuprobieren. Ich hoffe, die gilt auch für das neue Fahrzeug dann. So, dann, warte mal. Erstmal das Ding hier, bevor ich es vergesse. Dann fangen wir mal an hier. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erstmal wieder den Kopf freikriegen. Okay, dann fangen wir mal mit den Papieren an. Wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. So, dann lassen wir kicken. Schätzchen, das bist doch nicht du, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß. Brille, Frisur, das passt doch alles nicht. Aha. Ja, das ist ein gefälschter. Ja, geht schon mal gut los. Das behalten wir doch mal kurz im Hinterkopf. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Mhm. Insofern schon mal clean, dann nochmal die Drogen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Nicht. Das ist okay, aber leider, leider ist dein Ausweis Müll und sehr schlecht gefälscht. Ich muss Sie festnehmen. Ihr Personalausweis ist gefälscht. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch was Verdächtiges finden. Menschliche Zähne? Alter, wie ist die denn drauf? Ich hoffe mal, das sind ihre eigenen, was auch schon strange ist, aber... Ein Auto muss ja abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So, die entsorgen wir mal so schnell wie möglich hier. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden, die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. So, kann ich ihr noch schnell den Unfallbericht geben? Nee, aber ist jetzt auch egal, weil die hat eh ausgesorgt. So, kommen wir zu der Madame. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, ja, alle mit Amnesie geplant hier, ne? Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. So, zeig mal. Abgelaufen. Ja, das ist ja nur das kleinere Übel, ne? Ja, könnte sie sein, ne? Mit etwas anderer Frisur. Schauen wir mal. Ausweis abgelaufen. Zulassung ungültig. Super. Läuft. So, aber da haben wir jetzt andere Probleme. Jetzt lassen wir sie erstmal Test machen. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken gefahren sind. Das ist okay. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Oder während der Fahrt. Okay. Ich... Ja... Ich mache das mit der Zulassung und dann... Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 gut. Dollar wegen eines abgelaufenen Kennzeichens... Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Na toll. Und ich habe keinen Anwalt. Ja, ist das jetzt mein Bier oder was? Als wenn das mein Problem wäre, ne? Junge, Junge. So, der Letzte im Bunde, Monsieur. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erstmal wieder den Kopf freikriegen. Das ist ja auch wieder sowas von ich für einen Arsch, gerne einen ne? Blick auf Ihren Keiner erzählt dir was. Werfen, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. So, das sieht auf jeden Fall aus, als wenn das ist. So, lass mal gucken. Hier ist alles tutti. Soweit jedenfalls. Dann gehen wir lückenlos weiter zum Test. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,05, aber ganz hart an der Grenze, mein Junge, ne? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Gut. Dann soll es das gewesen sein, dann kriegt der schon mal okay. seinen Unfallbericht, dann hier ist gut. Ist der Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Jo, dann wünsche ich noch einen schönen Sie Tag. Fahren.
Schönen Tag noch. Na, ich glaube, der geht eher zu Fuß weiter, der Kollege hier. Ich will es mal für alle Beteiligten hoffen. So, die Madame muss hier auch jetzt mal langsam weg. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Das hört sich an, als wenn die Kiste tatsächlich noch fährt. Mal sehen. Ihre glaube ich aber nicht mehr. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, nee, Ihre fährt nicht mehr. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Okay. So, ich glaube, ich muss jetzt erstmal den Wagen vorziehen, weil sonst löst sich das Ganze hier nicht auf. Moment. Hallo? Weil Patient liegt da auch immer noch rum. So, warte mal. So. Jetzt müsstet ihr aber hier vorbeikommen, Freunde. Wo sind denn jetzt... Für den hier haben wir schon einen Abschlepper arrangiert, oder? Ja. Der geht da trotzdem nicht weg. Warte mal. Wenn ich den hier zum Umdrehen bewege... Warte mal. Kehrtwende. So, Freundchen. Guckst du auf mich? Drehen Sie um! Drehen Sie um! Drehen Sie um! So, jetzt mal ein bisschen entschnöseln das Ganze hier. Jetzt müssten die Kollegen aber durchkommen hier. Hallo? Wir haben hier freie Bahn. Jetzt müsste nur der Abschlepper bitte mal vorziehen. Ja, Leute, ich habe jetzt alles gemacht. Ihr müsst jetzt mal sehen, wie er klarkommt hier. Was stehst du hier eigentlich noch rum? Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Wieso ist denn die immer noch nicht weg? Ach, ich kriege hier die Platte. Leute, ihr müsst das selber regeln. Ich kann nicht die ganze Zeit hier Händchen halten. Ehrlich nicht. So, außerdem müssen wir die Karre einmal durchschrauben lassen und ja. Zack. Und tschüss. Wir haben einen Notruf erhalten. Ein flüchtiger Fahrer muss aufgehalten werden. Kann jemand eine Straßensperre errichten? Ich kann der Anfrage auf eine Straßensperre nicht nachkommen. Nee, wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir zum Revier kommen. Und dann ist gut. Wenn wir unterwegs noch ein Pannenfahrzeug finden oder so, ist auch okay. So, jetzt machen wir kurz den Funk aus. Können wir jetzt eh nicht gebrauchen. Wir können natürlich gerne auch mal ein anderes Fahrzeug natürlich gleich testen. Mit einer Speziallackierung. Warum auch nicht? Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit eben hier fahren. Also er zieht gut, ne? Bloß wie gesagt, mit dem Einspritzer da oder was er hat, haben wir noch nicht viel gesehen. Hat keinen Blinker gesetzt. Mal sehen, ob wir den anhalten können. Der letzte hat ja nicht angehalten hier, ne? So, Kollege, hältst du an, oder? So. Geht doch. Wenigstens einmal tut hier jemand das, was ich ihm sage. Dankeschön. Ich weiß das zu schätzen. So, schauen wir mal ganz kurz hier. Ja, hat keinen Blinker gesetzt. So, Blinkzeichen. Ich habe Sie angehalten, weil Sie Ihren Blinker nicht korrekt gesetzt haben. Nein, ich blinke immer, Officer. Lüg doch nicht. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein werfen, bitte. Bitte schön, Officer. So, Fukuda Leo. Na, sieht genauso sympathisch aus wie auf seinem Bild. Gar nicht. Okay, dann schauen wir mal. Zulassung ist ungültig. Das ist schlecht. Das gibt auf jeden Fall einen Bonuspunkt hier. Werden wir auch mal gleich rügen hier das Ganze. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus.
Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. So viel Geld habe ich nicht. Das ist nicht mein Verlassen Problem. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Naja, das ist nicht wirklich der Bürgersteig, aber geht natürlich auch. Alles klar, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Ah, kleines Bierchen gehabt, wa? Aber noch im Raum. Knapp aber im Raum hier. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Da ist auch nix, okay. Ja, Glück im Unglück, ne? Dann gibt's doch einen Zettel hier für das Fahren ohne Blinker und dann ist gut. Das gibt einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. Das kostet 60 bis 150 Dollar. So viel für so eine kleine Sache? Ja, Sicherheit ist uns wichtig. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ja, ich habe seinen Tag garantiert schöner gemacht, Lel. So, ja, schieb dich mal weg mit deiner Kiste. Ich möchte mal wieder einsteigen, ja? Ah, die Kiste qualmt schon wieder. Ne, ist ja peinlich. Was ist denn da hinten wieder los? Ein Elend nach dem nächsten. Ich komme hier gar nicht hier zu meinem... Oh, das ist ein Unfall. Warte mal. Ich komme hier gar nicht zu meinem Revier zurück. Was ist denn hier los? 400 Meter können manchmal so weit sein, ne? So, das sieht nach einem Unfall aus. Dann nehmen wir doch gleich mal die Kamera. Ja, an den fliegenden Türen, ne? Da erkennen wir es wieder. Ja, jetzt mach mal... Geh weg! Ich muss ein Foto machen. Musst du ihm halt warten, ist mir egal. Polizei im Einsatz, wir dürfen das. Okay. Können Sie die Umstände beschreiben? Ja, mit Kopfhörer. Das müsste man doch auch ahnden können, oder? Ich habe meinen Wagen verloren und bin hier gelandet. Ja, das ist nicht zu übersehen. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Junge, 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 Junge. Hier machst du es mit. Ja, Ausweis abgelaufen, geht schon wieder gut los. Ja, okay. Kerle, mach doch nicht solche Sachen, Mensch. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. Mensch, das ist aber ein stolzer Preis. Ja, sei froh, dass es nur das ist, mein Freund. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Na immerhin, kein Alkohol am Steuer. Wie sieht's mit Drogen aus? Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Nö, auch nix. Sehr schön. Hier ist Ihr Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Gerne doch. Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So, dann rufen wir den Kollegen noch einen Abschleppdienst und dann haben wir unsere Schuldigkeit hier getan. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Und wie immer ruckzuck da die Jungs. Wenn das mal im echten Leben so schön wäre, ne? So schön schnell vor allen Dingen. So, ob ich das jetzt bitte mal schaffe bis zum Revier? Da vorne ist es. Gott sei Dank. So, weil dann lassen wir es nicht nur gleich reparieren, sondern wechseln mal den Wagen. So, komm jetzt, Rinder. Hallo? Was ist hier gerade das Problem? Wieso kommen wir nicht in die Garage? Bin ich zu schräg? Bin ich zu heiß? Was ist es? Aha. So, gut. Ein schönes Fahrzeug. Wir werden das ganze Potenzial mal bei einer der nächsten Gelegenheiten natürlich mal checken und prüfen.
So, jetzt sehen wir hier schon zum Beispiel den wunderbaren Cruiser in einer zivilen Version, in Undercover Schwarz. Dasselbe gibt es beim Gladiator. Ich will jetzt mal ganz kurz den Skin hier wechseln, dass man besser sieht, welches Fahrzeug wir da haben. Hier haben wir den Panther, eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Da wollen wir mal gucken, was wir haben. Mit Donut-Werbung, okay. Pizzalieferant. Also für einen Pizzalieferanten ist das schon eine ganz schöne Bombe, das Auto, ne? Also ehrlich. Die kennen wir schon hier. Das ist die alternative orangene Brighton Police Lackierung. Okay. Das kennen wir ja schon. Unabhängigkeit. Highway-Streife. State Police. Das ist neu. Okay. Brighton Police ist Standard. Ah, hier haben wir eine alternative Brighton Police in Schwarz und Weiß. Die gefällt mir auch sehr gut. Aha, hier nochmal eine blau-weiße Variante. Ja gut, ist immer Geschmackssache, aber die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das ist auch so klassisch, ne? Gelb-schwarz, auch nicht schlecht. Was schade ist, sonst hier nur Undercover schwarz-weiß. Ich hätte mir auch so ein paar Standard-nur-Farben gerne noch gewünscht. Ja gut, dann machen wir hier auf Pizzeria. Ist mir auch egal. Können wir machen. So, dass wir den auch mal gefahren sind. Also wir sehen schon, es ist kein neues Fahrzeug. Es ist dasselbe Fahrzeug in anderer Livery. Ne? Bloß, dass wir jetzt Blaulicht nicht oben drauf haben, sondern in den Fenstern. Ne? Es ist kein neues Fahrzeug. Ich finde das auch ein bisschen sehr missverständlich. Ne? Wenn ihr die Packs kauft, heißt es 9 neue Fahrzeuge. Ihr kriegt keine neuen Fahrzeuge. No way. Ja, ihr kriegt eine neue Livery, mehr nicht. Das Einzige, was neu ist, und das müsst ihr wirklich einzeln kaufen, das ist das neue Fahrzeug für Hochgeschwindigkeitsverfolgung. Aber ich glaube, wenn ein Pizzalieferant solche Fahrzeuge hätte, mein Gott, hätte der Bewerbung, wa? Da würde jeder Pizza ausfahren wollen, oder? Jetzt mal ehrlich. Der ist doch zu schnell hier, oder? 67, 68. Ach Leute! Drecks KI! Wo will er denn da hin? Der fährt durch die Baustelle. So. Ja, und schon sieht mein Auto wieder aus wie Müsli. 4561. Ich kann die Straßensperre errichten. Super Sache, hat ja richtig lang gehalten. Danke, KI. So, welcher ist das jetzt? Er hier, der hier. Fährt volle Möhre durch die Baustelle. Junge, 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 das ist ein Tag heute wieder. So, dann reden wir mal. Ich bin mal gespannt, ob er das jetzt korrekt anerkennt. Ich halte Sie an, weil Sie die schon wieder nicht Geschwindigkeit überschritten haben. Nein, Officer. Ich war ganz sicher nicht zu schnell. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Radarpistole ist. Einen schönen Tag. Aber mit dem Autoradar gemessene Straftaten werden negativ bewertet. Schöner Bug wieder mal. Grüße an Herrn B. Ne? Nachsitzen, setzen 6. Ja, wir folgen einfach mal hier der Markierung zum nächsten Revier. Gleich mal wieder reparieren. Es ist eben halt eine schlechte Kombi mit einer schwammigen Steuerung oder einer strunzdummen KI. Kann man nicht anders sagen. Ist so. So. Freunde der Sonne, ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Ist das da hinten ein Pannfahrzeug? Nee, das ist ein Schatten. Okay. Ich dachte schon, da steht jetzt links was in der Kurve. In der Entfernung sah es wirklich so aus, als wenn da was steht. So, ein Fahrzeug, das keinen Blinker gesetzt hat. Immerhin etwas besser als nichts, ne? Oh, der zieht aber schnell rüber.
auch immer noch so spontan. Ich kann mich jetzt nicht um eine Wiegestation kümmern. Eben. Ich habe andere Probleme. So. Was haben wir da vorne? Ein Unfall oder was? Na, da können wir gleich danach gucken. So, warte mal. Was haben wir hier? Das war der Blinker. Ich habe Sie angehalten, weil Sie es versäumt haben zu blinken. Tut mir leid. Ich war in Gedanken woanders. Na gut. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Ist heute nicht mein Tag, ne? Irgendwo sammel entweder ich rein oder die KI sammelt mir irgendwo rein. Es ist nicht mein Tag heute. Da scheint alles zu passen. Oh, wir riechen Alkohol. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Ich glaube, hier bildet sich schon ein Stau, ja. Mal sehen, ob wir den Unfall gleich noch mit aufnehmen können. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Ey, die Kiste sieht wieder aus. Ich mag da gar nicht hingucken. Ja, das ist aber Minimalalkohol hier. Das ist ja jetzt... Da werde ich nicht... Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Gar nix. Gar nix. Die kriegt ihren Lappen da, ihren Strafzettel und dann ist gut. Sie bekommen ein Bußgeld zwischen 60 und 150 Dollar wegen Nichtsetzens eines Blinkzeichens, wie vorgeschrieben. Sie verderben mir die gute Laune. Ja, passt schon. Alles guten klar. Tag. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, ich schaue dann doch lieber schnell mal nach dem Unfall. Ja, wie man sieht, ne, für Unfälle bin ich ja Fachkraft. Ach Gott, kannst du dir nicht ausdenken. So. Schnell mal mit dem Auto die Stelle sichern. Ja, du Vogel musst da jetzt reinfahren. Junge, da kriege ich doch schon wieder Anfälle. Einen gibt's immer, ne? Ein Vogel hast du immer, der muss in die Unfallstelle reinfahren. Unfassbar. Weg. Keine Bewegung, sonst schieße ich. Als wenn mein Fahrzeug da nicht schon abschreckend genug ist, weißt du? Na, das ist aber jetzt hier... Au, da sieht es ein bisschen verwegener aus, die Seite hier. Uiuiuiuiui, der hat ja dann doch einiges mitbekommen. Okay, schauen wir mal, was abgeht hier. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Hm. Na gut. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. So, dann gucken wir mal. Der Herr Vargas. Da sieht alles soweit erstmal ganz frisch aus. Ganz fresh. Dann gehen wir gleich zum Test weiter. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Minimal. Der hat mal ein Bier genippt, wenn überhaupt. Oder hat irgendwie Moncherie sich gesnackt. Um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ja, alles gut. Gut, dann schauen wir uns den zweiten hier noch an. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Okay. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und wenn möglich die Fahrzeugversicherung. Wer ist das? Natürlich. Lex Luthor? Bitte schön. Nein, es ist Diego Girard. So, Waffenschein, nein. Das interessiert uns jetzt aber auch nicht, sofern er keine Waffe trägt. Kooperieren Sie bitte, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Das passt auch. Haben die zusammen eingetrunken oder Moncherie gelutscht? Ich weiß es nicht. Bitte lassen genau derselbe Wert. Nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Okay, es war kein Moncherie. Amphetamin. Kollege, das ist nicht alles so toll. Klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Jo. Danke, Officer. Gerne. Jetzt gibt's noch die Zugabe. Moment. Amphetamin. Sie sind festgenommen.
Bitte, tun Sie das nicht! Also doch, Lex Luthor. Keine Ahnung. Sieht so aus. Ist doch bestimmt auch der Ausweis bitte gefälscht. Bitte kooperieren Sie. Ich werde Sie zum Polizeifahrzeug bringen. Gudi! Achten Sie auf Ihren Kopf. Alter, die Karre sieht schon wieder aus, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. So, der muss weg hier. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Sehr schön. Und tschüss. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, kann die Karre noch fahren? Fährt er? Ist sehr schön, wenn du dich schneller bewegst, mein Freund. Ja, fährt. Okay. Sehr schön. Dann lesen wir dem Kollegen noch seine Rechte vor und dann geht's ab die Post nach Hause. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten... Ja, wer ist schon jemals von einem Pizzadienst verhaftet worden? Flossen hoch. Kann, glaube ich, keiner behaupten. Stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, und dann ist die Schicht auch schon fast rum hier, sehe ich gerade. Ich hätte den Wagen gern nochmal repariert, aber das lohnt sich dann jetzt auch nicht mehr. Weil ich denke mal, wenn wir da sind, ist die Schicht schon fast rum. Wir müssen jetzt hier nochmal kurz durch die Stadt. Das wird uns jetzt auch noch ein bisschen Zeit rauben. Da müssen wir den Kollegen noch einbuchten. Und Stau ist jetzt auch noch, ne? Also wenn, dann alles. Ihre Schicht ist um. Naja, siehst du, eben sag ich's noch, ne? Eben sag ich's noch. Jetzt habe ich wegen dem Baggerluten auch noch Überstunden machen müssen. Jetzt... bleibt mir ja nichts übrig. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir hier irgendwie zum Revier kommen. Obwohl, ich kann eigentlich jedes Revier nehmen, oder? Warte mal. Aber das ist näher hier. Das müsste eigentlich auch gehen. So, Leute, komm hier. Nicht trödeln. Der Papa hat Feierabend. Ihr kennt es doch. Feierabend, wie das duftet. Und wenn der Papa es eilig hat und Feierabend hat, nicht im Weg stehen. Keine gute Idee. Aber ist auch nicht schlecht, wenn die Kühlhaube glüht, ne? Dann kann man ein paar Würste rausholen, schön grillen, ne? Warum nicht? Also, wir werden in den kommenden Folgen wieder ein bisschen mehr fahren. Vor allen Dingen ein bisschen mehr mit den... neuen, in Anführungsstrichen, Fahrzeugen, beziehungsweise natürlich auch dem neuen Hochgeschwindigkeitsfahrzeug. Ich hoffe, wir kriegen noch die Gelegenheit, das ein bisschen wirklich mal in Action zu sehen. Ach, Leute, es ist wirklich... Ja, jetzt fahr noch weiter, jetzt bist du mir schon reingefahren, du Depp. Schreib mich auf! Wahrscheinlich verhaften sie mich gleich auch noch wegen Beschädigung vom Polizeieigentum. Kann alles passieren hier. So. Alter, die Karre, die brauchst du nicht reparieren, die kannst verschrotten nach dem Einsatz, ne? War noch nicht mal groß was los, ne? Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle. Das sieht aus wie nach einem gepflegten Drive-by, das Fahrzeug, weißt du? Junge, Junge, Junge.
So, jetzt aber ab die Luzi hier mit dir. Hab die Nase voll hier für heute. Bleib sie hier. Aber immerhin, ein bisschen was haben wir heute geschafft. Adios, mein Freund. Mach it gut. So, und dann würde ich mal sagen, hier Schichtende. Jetzt kommt die allseits beliebte Schreibarbeit, wie immer. Und damit haben wir unsere erste Undercover-Schicht auch schon beendet. Ja, minus 10 Punkte, die nicht berechtigt waren, muss ich sagen, wie immer. Oder meistens jedenfalls. Ja, völlig Banane, ne? Also ich habe mir auch das letzte Video nochmal angeguckt. Es war völlig berechtigt, die Geschwindigkeitsübertretung. Warum er es als Minus abzieht bei den Charakterpunkten, keine Ahnung. Die Fragen müsst ihr Herrn B. mal stellen, ne? Der Herr Fabian B. Bolognese. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wird auch nicht gefixt scheinbar, jedenfalls noch nicht. Müssen wir aufs nächste Update oder fixt warten. Okay, gut. Dann beenden wir mal diese Schicht. Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal danke an den anonymen Spender. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne supporten, in welcher Form auch immer. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten freut mich wie immer jedes Like, jedes Follow, die Glocke läuten, Kommentare im Chat oder eben halt in der Wiederholung in der Kommentarsektion. Freut mich alles, hilft alles dem Kanal weiter. Dankeschön dafür. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.